Wasser. Mehr als 70% der Erdoberfläche sind davon bedeckt. Hier, das heißt in den Meeren, Seen und den vielen anderen Gewässern unseres Planeten, verstecken sich außergewöhnliche Lebewesen. Wie die Pflanzen sorgen sie mit Hilfe der Sonnenenergie dafür, dass genug Nahrung und Sauerstoff für sie selbst und für Mensch und Tier zur Verfügung stehen. Deshalb sind sie für das gesamte Leben auf der Erde von großer Bedeutung. Und das, obwohl viele dieser Lebewesen so klein sind, dass man sie erst unter dem Mikroskop genauer erkennen kann. Ein gängiges Beispiel ist diese Grünalge der Gattung Chlamydomonas. Eine Zellwand umschließt die Alge, aufgebaut aus Proteinen, nicht aus Zellulose. Womit wir bei den Algen Vielzellern sind, zum Beispiel hier in der Nordsee. Die größeren von ihnen kann man gut ohne Mikroskop erkennen. Deshalb zählt man sie zu den Makroalgen, wie zum Beispiel den Meersalat. Damit wir ihn genauer studieren können, haben wir uns Meersalat im Modell gebaut. Nomen est omen. Der Meersalat ähnelt äußerlich einem Salatblatt. Ein Spaziergang im Wald ist erholsam und es gibt immer etwas zu entdecken. Klar, die großen Bäume fallen einem zuerst auf. Wenn man genauer hinschaut, stößt man besonders an feuchten Stellen oft auf Polster aus solchen kleinen grünen Pflänzchen. Das sind Moose. Um sie geht es in diesem Film. Zunächst einmal besteht ein Moospolster aus vielen weiblichen und männlichen Pflanzen. Sie besitzen unterschiedliche Geschlechtsorgane. Die weiblichen Pflanzen bilden sogenannte Archegonien, in denen die unbeweglichen Eizellen lagern. Bei Farnen werden die Schwärmer und Eizellen eines Vorkeims zeitlich versetzt gebildet. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Schwärmer zu den Eizellen eines anderen Vorkeims finden, was die Erbgutdurchmischung fördert. Wie bei den Moosen hilft auch hier Wasser bei der Befruchtung. Die Schwärmer schwimmen zu den Eizellen, sodass beide verschmelzen können.